Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Dark Souls 3. Wir haben so viel zu tun. Warum bin ich nochmal an dem Feuer hier? Ach ja, ich hatte mein ganzes Zeugs geholt, genau, weil ich bin ja krepiert bei diesen dämlichen Viechern da unten. Und ich habe gar keinen Bock auf das, was jetzt kommt. Um ehrlich zu sein, ich habe überhaupt keine Lust. Weil wir haben da so nette Dinger. Da oben. Und die kommen jetzt so Stück für Stück hier runtergelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das sieht man schon den ersten loslaufen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie viele kommen da insgesamt? Weil wir haben ja gesehen, da kommen mehrere. Und das gefällt mir nicht. Da kam ja erst einer und dann kam noch einer und dann kam noch einer und das so ein bisschen Angst davor, weil ich nicht weiß, wie weit die gehen. Weil, wie gesagt, da kommt jetzt noch einer da oben. Aber ich schieße den jetzt mal an, damit der ein bisschen schneller da ist als der andere. Ja, da kommt nämlich jetzt auch schon der andere und das gefällt mir nämlich nicht. Okay, der dreht nur seine Kreise. Dann ist er gut. Was ist das denn? So. Okay, ja, dann ist er nicht so schlimm. Wenn die so quasi ihre Ecke haben, obwohl sie nicht mehr weitergehen, ist alles okay. Hä, seit wann bleibt da? Hä, seit wann? Seit wann ist da Blut am Boden, wo man kämpft? Das ist schon immer so? Oder andere ist da? Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ihn ankasten. Aber das ist eigentlich das, was ich wollte. Okay. Moment. Wäre mir nie aufgefallen, dass da Blut am Boden ist, wo man gegen die gefightet hat. Seit wie lange spielt das Spiel jetzt schon? Ah, da ist der andere, okay. Kommt der andere gleich hoch. Die laufen hier also so quasi ihre Patrouillen. Okay. Dann ist es alles nicht so schlimm. Ich dachte, da würden die würden jetzt alle irgendwie so voll viele runterkommen und dann bin ich verratzt und so. Aber wenn das nur so ein, zwei sind, beziehungsweise in dem Falle drei. Zwei, die halt die... Nee. Sind das alle? Also ist das sonst keiner? Dann kann ich ja getrost gegen den fighten. Das wollte ich nicht. So, jetzt aber. Jetzt komm. Sehr rote Augen. Oh, what? Da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich kurzzeitig nicht aufgepasst. Das war nicht gut. Da hätte ich besser aufpassen müssen. Wie viel Schaden der mir macht. Hat diese andere Attacke Rüstungsdurchdringung oder warum hat mir das selbst durch Schild durch so viel Schaden gemacht? Jetzt reicht's aber. Weg mit dem Schild. Blöder Dödel.
Okay. Das fand ich jetzt krass. Wahrscheinlich, wenn er diese Elektroattacke macht, scheint das durch die Rüstung durchzugehen. Seele eines entmutigten Ritters. Ah, hab dich nicht so. Alles ist gut. Gibt's da irgendwas? Weiß ja nicht. Will mich nicht zu sehr vorwagen. Am Ende ist dann da plötzlich irgendwas Böses und dann bin ich wieder tot und das ist nicht so toll. Jetzt schauen wir uns erstmal hier um, bevor wir gucken, ob welche von diesen Türen aufgehen, damit ich schon mal den Teil des Gebietes kenne. Das denke ich wäre ganz gut von Vorteil. Ist das nicht das gewesen, wo damals bei Anor Londor hier diese Gitter und alles waren? Da ist diesmal nichts. Ah, ich kann da nicht ums Eck rüberschauen. Da scheint nichts zu sein. Einzig ist natürlich, jetzt sehe ich keine Hinweistexte mehr, ne? Da ich offline spiele. Wenn da irgendwelche versteckten Mauern, versteckte Wände oder so sind. Ah ja, egal. Ist vielleicht eh besser so, wenn ich meine Sachen selber rausfinde. Warte mal, das ist doch der Schmied von damals. Kohle des Riesen. Oh, der Arme. War nicht dann damals auch da eine Truhe bei dem? Oh Gott, der Gang, ich erinnere mich. Oh, ei, wie oft ich hier hochgerannt bin, um den Boss dann zu machen. Wie oft ich dann invaded worden bin. Oh Gott. Konnte die anderen Doppelbosse konnte ich damals alleine nicht töten. Da war ich zu dumm dafür. Dann hatte ich hier oben mein Rufsymbol abgelegt. Oder der Spieler, der mir helfen sollte, hatte da das Rufsymbol von sich abgelegt. Ich habe versucht, ihn dort zu rufen. Das ist irgendwie voll creepy, dass das jetzt hier alles so kaputt ist. Diese großen Riesen sind nicht da. Um ehrlich zu sein, bin ich da fast ein bisschen froh. Okay, der castet schon los. Ah, ich glaube, das könnte ungemütlich werden. Ich glaube, das könnte richtig ungemütlich werden. Uhuhu. Ja, ich sollte. Auch wenn es hier jetzt ruhiger erscheint als damals. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Ganz ohne Ausdauer ist es nicht so geil. Na, der erste ist schon mal down. Oh, da hat er mich erwischt. So. Wenigstens schießen die beiden synchron. Ja, oder auch nicht. So, jetzt kommst du dran. Oh! Hey, Ausdauer ist halt kacke. So, fall um, das Ding. Okay. Beweis der Eintracht. Was zur Hölle ist Beweis der Eintracht? Mal kurz gucken. Ach, hier steht das ja. Beweis, dass ein blauer Wächter einen dunklen Geist besiegt hat. Okay. Ja, die blauen Wächter, die mir angeblich helfen sollen, ne? Haben sie aber bis jetzt noch nie getan. So, und da unten, meine ich, hatten wir auch noch welche? Nee, hatten wir nicht. Da unten waren keine mehr. Da waren jetzt nur noch diese Schleimviecher, aber das kann nicht alles sein.
Ich traue der Ruhe nicht. Ich traue der Ruhe einfach nicht. Trink mal lieber doch einen Estus. Dass hier wirklich nur jetzt noch so Schleime. Ach, da vorne. Ich wollte schon sagen, da war doch noch mehr. Ist der Gang dann hier noch da? Tatsächlich, aber ist zugeschüttet. Okay. Ich da einfach runterspringen. Machen wir mal. Yay! Ich hab's doch gesagt, ich trau der Ruhe nicht. Ich sag's noch. Was ist denn das jetzt für ein hässliches Viech? Oh, ich will erst die Feuertypis wegbekommen. Was bist du denn? Ich meine, es sieht schon irgendwie knuffig aus. Das muss man ihm lassen. Aber was zur Hölle ist das? Oh je. Spielt halt absolut keine Rolle, ob ich hier runtergehe oder auf der anderen Seite, oder? Ja, wobei. Gucken, ob das immer noch so ist, dass die mit Brandbomben. Ja. Das wird da vorbei. Kein Bock, da jetzt 10 Jahre auf die einzukloppen. Deswegen mache ich die so kaputt. Du noch? Ja. Den da hinten noch. Ups. Oh. Da. Jetzt aber. Oh, da sind ja noch mehr. Hi. Da auch noch. Und du noch? Und mein Schild halt noch länger ziehe, habe ich halt bald überhaupt. Ist halt geil, ne? Wenn man Ausdauer will und dann sein Schild die ganze Zeit hoch hat. Ja, geil. Oh, das war kein Estus. Für das wäre halt vielleicht Feuerschaden der Waffe hinzufügen ganz nice, oder? Komm, das teste ich jetzt mal ganz kurz. Ich glaube zwar, dass es den Blutungseffekt zwar negiert, aber nur mal für den Schleim testen, glaube ich, wäre das schon ganz okay. Hat dich sowas? Nee. Die habe ich. Ach, die habe ich weg. Ich habe verkauft gehabt, genau, weil ich mir gedacht habe, brauche ich ja eh nicht. Nutze ich ja eh nicht. Egal. Na, hätte ja sein können. Das wäre ganz interessant, weil wenn ich dann da plötzlich Feuerschaden auf das Viech machen würde. Guck dir mal an, da bin ich ja in 10 Jahren. Ne? Ah, falsch. Ich wollte eigentlich nochmal eine Brandbombe schmeißen. Batsch! Ja, mach. Caste ruhig. Ah, ich hab's mir doch fast gedacht, dass ich da noch so ein großes Viech gehört habe. Ja, und jetzt halt das, dieses fette Ding da hinten. Oh. Freue ich mich ja jetzt gar nicht drauf. Alle anderen Schleimviecher sind weg? Theoretisch ja. Ah, ich wollte schon sagen, ich habe da noch was gehört.
Könnt ihr euch noch ein bisschen näher zusammenbewegen? Bitte? Ich will euch ja auch beide treffen. So. Nein! Das ist nicht. Das war keine Waffe, Julia. Du hast aber keine Brandbomben mehr. Wow. Bist du denn überhaupt ein Gegner? Ich glaube ja. Okay, da bist du ein Gegner. Was bist denn du? Katzenspinne. Hat was sowas nicht schon mal? Katzenspinne? Ich weiß nicht, wie weh das tut. Das ist das Problem. Mal gucken, wie weh ich ihm tue. Okay, es tut mir weh. Wäre das schon mal geklärt? Oh oh. War das nicht der Plan, dass ich wieder runtergehe? War nicht ganz so der Plan. Hallo? Mietz, 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 Mietz. Oh, schusch, schusch. Tschüss. Ich war niemals hier. Hei, hei, hei. Ich meine, süß bist du ja schon. Sag mal, was hältst du denn eigentlich so vom Pfeil und Bogen? Für dein Interesse halber. Kann man dich vergiften? Oh! Ah! Schild geht schlecht. Na, ich wollte das Viech treffen. Ja, vergiften scheint man dich auch nicht zu können. Na? Oh! Ah, ich immer schilden will. Aber ich kann ja nicht schilden. Hey, du machst den Schleim kaputt. Oder machst du denn sowas, Spinne? Oh. Mach doch sowas nicht. Aber was mich ziemlich begeistert, ist die Tatsache, dass ich hier treffe. Oh. Das war jetzt nicht so nett. YOLO? YOLO! Es hat funktioniert. Rubin von Aldrichs, okay. Zu weit weg. Hey! Kann ich auch. Nein. Was ist das und was macht das? Regeneriert TP von kritischen Angriffen. Ja, wow. Jetzt war ganz offen und ehrlich. Oh, Hebel. Oh, das vibriert. Geht jetzt das Tor auf? Ah. Ich wollte gerade sagen, die sind noch niemals so gemein und packen uns dann im Bossfight hin. Aber doch sind die mit Sicherheit, weil jetzt ist es nicht mehr weit weg vom Leuchtfeuer. Oh, shit. Ja, kaum Estus.
der anderen Seite, das sind ja jetzt die ganzen Feuerviecher. Würden die wirklich uns da einen Bossfight hinpacken? Verdammt. Aber hier weht das schon so und... Bist du ein Bossfight? Hallo? Ich will das jetzt nicht nachprüfen. Die hauen uns da jetzt sicher einen Bossfight hin. Ich habe 37.000 Seelen und nur noch ein Estus-Flakon. Das ist ein schlechter Plan, da jetzt reinzugehen. Oh, hi. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Waffe in Gefahr? What? Wie? Waffe in Gefahr. Aber. Hä? Oh, shit. Moment, das gibt's hier wieder. Aber habe ich noch nie so viel gefightet, dass das... Wow, habe ich das wirklich übersehen? Habe ich noch nie so viel gefightet, dass das... Okay. Habe ich nicht so ein Reparaturzeugs? Nicht irgendeine Reparatur stärkt, verringert, reduziert. Kann ich das eigentlich benutzen, wenn ich invaded werde? Phantom verbannen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe es mir extra in einen Slot gelegt. Und meine Waffe. Okay. Dann muss ich da wohl rasten. Oh, guck mal. Liegen lassen, einfach so. Ich würde sagen, das finden wir dann nächste Folge raus. Ich verabschiede mich für heute, sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.